Ich begrüße euch nach einer viel, viel zu langen Zeit recht herzlich zurück zu Pokémon Platin Edition. Es ist schon wirklich lange her, aber es liegt daran, dass ich mir eine kleine Auszeit von meinem Kanal gegönnt habe. Weil es in letzter Zeit einfach viel zu stressig war. Zwecks Arbeit und dergleichen. Aber jetzt bin ich auch wieder da und möchte auch wieder regelmäßig was bringen. Gleich mal zum Anfang, die ersten 8 Minuten muss ich leider nachsynchronisieren, da ich die falschen Einstellungen gehabt habe in meinem Aufnahmeprogramm. Deswegen die ersten 8,5 Minuten etwa, die ich hier nachsynchronisieren muss. Deswegen, eigentlich habe ich es auch gar nicht so nachsynchronisiert. Hätte ich vielleicht lassen sollen, aber meine Stimme war absolut nicht zu hören. Nichtsdestotrotz soll es auch wieder weitergehen lassen. Jetzt sind wir dann. Jetzt fehlen mir gleich die Worte. Wir müssen natürlich erstmal durch die Siegestraße durch, um überhaupt zu Pokémon Liga zu kommen. Und deshalb weiß ich natürlich ein bisschen leichter gesagt als getan. Denn den Weg an sich kenne ich eigentlich gar nicht mehr so großartig. Aber egal, irgendwie finden wir schon raus. Und wie gesagt, ich möchte es jetzt auch wieder regelmäßig bringen, allerdings in etwas anderer Form als sonst. Ich möchte mir nämlich einen speziellen Upload-Plan überlegen, dass ich mehrere Projekte denn haben kann, außer momentan Pokémon und Assassin's Creed. Außerdem habe ich ja noch eine Folge Subnautica auf Vorrat, die ich auch mal machen könnte, auch wenn ich mal wieder rennen könnte. Aber ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Am besten am Wochenende. Am Wochenende wäre ganz praktisch. Aber jetzt müssen wir natürlich erstmal hier durch diese Siegestraße kommen. Und das ist natürlich nicht so einfach, wenn überall und ständig diese Pokémon auftauchen. Und laufen kann man auch nicht mehr. Jetzt muss ich natürlich auch erstmal wieder mein Mikro richtig positionieren, damit ich nicht allzu laut sprechen muss, aber auch das war ja wegstecken. Aber das kriege ich die Tage schon mit. Außerdem werde ich denn die Tage erst nochmal so ein kleines Infovideo raushauen, in dem ich das alles mit diesem Upload-Plan alles nochmal erkläre. Ich hoffe, ich kriege das gut hin. Wenn ich Pech gehabt, sag ich mal. Oh, Knacksletten aufbesiegt. Unnick erreicht das nächste Level. Allerdings müssen wir mal gucken. Spatz Level 41. Chuck 46. Also müssten wir hauptsächlich erstmal Spatz. Die Ola müssen wir trainieren. Eigentlich so gut wie alle. Also hier ist eigentlich schon relativ gut, sag ich mal. Aber die Top 4 Level 50 plus ist schon so eine Sache, ne? Könnte etwas schwierig werden. Schnauze, ich weiß, dass ich dich laden muss. Das war doch der Ton, glaube ich.
Ja, ich habe nämlich nur noch 10%. Und Onyx wäre aufgesetzt. Sehr schön. Dann kommen wir weiter. Hier war ich auch zu blöd gewesen, überhaupt den Weg zu finden. Dann war vielleicht eine richtige Tortur. Ach ja, und der fiel mir auf. Ich brauche Zertrümmerer. Ohne Zertrümmerer geht's nicht. Und vor allem, dann bringt das mal ein Pokémon bei, wenn du eigentlich jede einzelne gute Attacke gebrauchen tust. Aber ich hätte nicht gedacht, dass Zertrümmerer eine Stärke von 40 hat. Und hier saß ich dran. Was nimmst du weg? Sorry. Aber so kommen wir wenigstens weiter. Und wir neigen uns auch schon langsam den 8,5 Minuten. Und ab oben, was die falschen Aufnahmeeinstellungen anbelangt, ist deswegen auch oben rechts dieser schwarze Balken, sag ich mal. Weil Pokémon nämlich ja nicht mit Facecam auf. Obwohl, wäre vielleicht auch eine Idee, ne? Wäre auch eine Idee. Apropos, was ich nur sagen wollte. Ich habe eventuell vor, mal so einen Livestream zu machen. Aber kein Livestream in dem Fall jetzt mit den aktuellen Projekten. Nein, da möchte ich ein anderes Spiel vorschlagen. Und zwar würde ich gerne Pokémon Flora Sky nehmen. Aber wann ich diesen Livestream mache, weiß ich noch nicht. Ich denke mal, dass es vielleicht nächstes Wochenende schon soweit sein wird. Aber da werde ich nochmal vorher ein Ankündigungsvideo natürlich machen und es auf jeden Fall auf Twitter und auf Facebook noch schreiben. Wenn es dann losgehen sollte. Aber nach diesem Cover musste ich erstmal gucken, ob ich auch die richtigen Aufnahmeeinstellungen gehabt habe. Und ab dann solltet ihr mich dann auch wieder hören. Also bis gleich. Und ich hatte vollkommen recht. Die Einstellungen waren nämlich noch für Dead Space The 3 angelegt. Och nö. Oh nö, nicht jetzt. Muss das jetzt sein? Und es muss mal sein. Ich habe schon mit Explosion oder Finale gerechnet. Ich habe jetzt aber auch keinen Bock zurückzulaufen. Pokémon, lasst mich doch einfach in Frieden.
So nervig ist das. Geht doch. Oh, Magneton. Interessant. Interessiert mich aber trotzdem nicht. Ach komm schon. Du willst mir doch nicht sagen, nur weil ich mich einmal kurz nach oben gedreht habe, dass du... Ich überlege gerade, ob ich vielleicht noch ein bisschen an Schutz habe. Die gehen mir jetzt gerade extrem auf den Sack, vor allem an dieser unmöglichen Stelle. Hallo? Also. Ey, komm schon! Und so habe ich einen Schutz, wenn er sowieso nichts bringt. Haben wir aber gleich. Hier, komm doch mal bitte kurz nach vorne. Oh ne, hier ist... Ich bin einen komplett falschen Weg gegangen. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich absolut verwirrt. Halt. Moment, ich müsste hier... Oben aber lang. Das ist ja der. Der einzig logische Weg ist. Oder habe ich da irgendetwas übersehen? Da oben. Wirklich nicht lang dabei. Okay, Dobi, ganz ruhig. Du packst das. Du packst das schon. So, jetzt habe ich leider keinen Schutz mehr. Aber da war ja auch nichts. Also kann es bloß hier oben lang gehen. Okay. Top Elixier. Aber ich sag mal, bin ich denn jetzt komplett bescheuert oder wie sehe ich das?
Oh nee, ich Idiot. Ich hab gerade überlegt, wie ich das machen soll. Oh, du hast Mammutin. Na, ja, vielleicht wäre dann mehr die falsche Variante. Mammutin ist ein Eis-Pokémon. Drachen-Pokémon wenn da wirklich die schlechtere Wahl. So. Was nehmen wir? Nahkampf sollte doch ausreichend sein. Hm, außerdem kriege ich ja noch den Step dazu, ne? So soll es sein. So lieb ich's. Motterperl. Ja komm, lass tauschen. Spart soll ja auch ein bisschen was zu tun kriegen. Kann ja nicht sein, dass es nur immer hinten ansteht. Aeroas. Oh, Level 46? Was? Du bist ja doch ganz schön stark. Raimadon. Na gut. Dann werden wir den Nick einsetzen. Ob ich jetzt danach wieder zurück kann oder laufe ich lieber weiter? Aber ich muss schon sagen, sind schon ziemlich stark geworden. Du bist so stark geworden. Oh. Ja, wenn ich den anderen nämlich verschoben hätte, dann. Na gut, machen wir den Kampf noch. Ich hätte überhaupt gar nicht ausweichen können. Na, ah, so ein verdammter Mist. Egal. Oh, das ist ein Pixie. Ein Glück existiert der Typ Fee noch nicht. Ansonsten hätten Drachenattacken jetzt gar nichts gebracht gegen Pixie. Ah, Reflektor. Na gut. Nehme ich so hin. Hm, jetzt muss ich überlegen, wie ich das nachher mit Zwecks Renner machen werde. Aber mir fehlen jetzt gerade die Worte schon wieder. Na, ich krieg schon irgendwie. Irgendwie wird das schon. Flammenrad. Doch bitte. Das finde ich jetzt nicht so prickelnd. Alter.
Was? Gut, es beherrscht noch nicht sonderlich viele gute Feuerattacken, aber das ist gleich downlegt. Ist nur ein bisschen scheiße gelaufen. Und dass es nun Igelsam einsetzt, ne, das ist genauso scheiße. Aber solange ich ihn. Ja, setz auch noch Synthese ein! Willst du mich verarschen? Ja, das glaub ich jetzt nicht. Na, überlebe ich's? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Wäre ja zu viel verlangt. Wenn ich es genau gewusst hätte, ne, ob er nun auf einer 40 KP hat, ne, dann hätte ich Drachenwut genommen. Ja, ja, guck noch so, du doofe Kudu. Toll, jetzt. Was hab ich überhaupt an? Ein Medizinchen, oh, drüber. Ja, bleibt mir ja nichts anderes übrig. Ich will jetzt mich nicht unbedingt zurück zur Pokémon-Zeit latschen. Ja, ja. Okay. Das war vielleicht nicht das, was ich wollte. Aber dahin müsste ich sowieso. Aber ich würde sagen, wir machen den Kampf hier noch und dann sollte es auch für die erste neue Folge wieder reichen. Ob. Morgen allerdings ein Video kommt, kann ich noch beim besten Willen nicht sagen. Ich weiß es nämlich nicht. Nämlich je nachdem, wie ich es denn schaffe, sag ich mal. Weil ich nämlich noch ein bisschen an meinem Upload-Plan arbeite. Besser gesagt, müsste ich mich nachher noch mal kurz noch mal ein bisschen ransetzen, auch wenn es eigentlich schon ziemlich spät ist. Mal sehen. Ah, nee, der hat ja jetzt noch eins, ne? Okay, jetzt weiß ich gar nicht, was er für eins einsetzt. Komm, ne? Was soll's? Schlupplech. So, Schlupplech. Und das Vieh auch noch. Meh. Das hat doch wieder so eine unglaublich hohe Scheiß Verteidigung. So gut hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Oha, oha, oha. Das war... Ja,
Er trifft es genau, es war brillant. Golbart. So stimmt er mir, ist er immer noch vorne. Gut, Leute, hier geht's dann in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin allerdings, macht's gut und haut rein. Ciao.